Dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich habe euch heute ein bisschen was anderes mitgebracht. Sind zwar auch Linux-Themen mit bei, aber ist auch viel aus dem Bereich, wie solche Softwareentwicklungen ablaufen, wie Projekte ablaufen. Ich habe in den letzten Jahren an einem Projekt mitgewirkt, wo das nachher um eine Installation geht, die mehrere größere Rechenzentren umfasst, wo es nachher weit über 100 Standorte bei sind. Und ihr könnt euch vorstellen, an so einer Projektgröße sind auch wesentlich mehr Formalismen bei. Das kann man nicht mehr so über den Daumen planen, sondern da ist wesentlich formaler vorgegangen worden, was die Software, die wir entwickelt haben, an Anforderungen erfüllen soll und wie die Bedingungen dafür sind. Und das, was ich heute in dem Vortrag machen möchte, ist euch einmal aufzeigen, wie das dazu gekommen ist, dass wir diesen Fehler in der Software überhaupt gefunden haben, was die Hintergründe davon waren, wieso die Abläufe waren. Wir haben in der letzten Zeit das ja häufiger gesehen, dass CVEs das auch bis in die großen Nachrichtensendungen geschafft haben. Zuletzt der XZ-Vorfall, der da fast zur Katastrophe geworden wäre. Und von daher fand ich das mal interessant, so ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen, was passiert da überhaupt und wie kann man in modernen großen Projekten überhaupt solche Fehler finden oder wie kann man methodisch daran gehen, um das überhaupt, um solche Rahmenbedingungen schaffen zu können, dass einem sowas überhaupt auffällt. Um euch das zu demonstrieren, gucken wir heute einmal in das Produkt rein, um was das geht. Das ist in dem Fall der Red Hat Directory Server. Dann werde ich so ein kleines bisschen auf Entwicklungsmethodiken eingehen, was so Continuous Integration, Continuous Testing, Continuous Deployment ist, weil das viele gerade so aus dem Admin-Bereich nicht kennen oder dass da noch böhmische Wälder sind. Dann erzähle ich nochmal so ein kleines bisschen was, wie man das mit klassischen, altbackenen Projektstrukturen zusammenbekommt und wie so ein Projekt eigentlich aufgesetzt ist, was für Rahmenbedingungen das da gibt, dass ihr überhaupt seht, in was für einem Umfeld wir da gearbeitet haben. Und komme dann langsam zur Technik, dass ich euch ein bisschen zeige, wie wir überhaupt auf diesen CVE gestoßen sind, auf den Fehler, was wir machen mussten, um das Ganze nachzuweisen. Und leite euch dann einmal so ein bisschen durch, wie das Ganze mit dem Hersteller-Support abgelaufen ist, wie wir es gemeldet haben, was da so meine Erfahrungen sind und was man auch öffentlich über diesen CVE nachher gefunden hat. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, stellt die ruhig gerne mit rein, dann können wir die an Ort und Stelle gleich behandeln. Ansonsten nachher im Anschluss in den letzten 5 bis 10 Minuten, denke ich mal. Legen wir einmal los mit dem Red Hat Directory Server. Das ist ein LDAP-Verzeichnisdienst aus dem Hause Red Hat. Und wie so vieles bei Red Hat, gibt es da immer ein Open-Source-Pendant zu. Das ist das Projekt Port 389. Das Ganze ist ganz früher mal der Netscape Directory Server gewesen, ist also eigentlich schon ein sehr altes Produkt. Das sieht man zum Teil auch immer noch in den C-Quellcodes, wenn da noch irgendwie Change-Einträge von Netscape drinstecken, dann weiß man, wie alt der Code ist. Aber es läuft relativ stabil. Es hat komplette Kompatibilität mit dem LDAP V3-Protokoll. Das ist auch nichts Neues mehr, das gibt es auch schon weit über 10 Jahre. Ist also eigentlich schon ein alter Hut und bietet aber den vollen Funktionsumfang. Wir können damit Replikationen arbeiten, wir haben ausgefeiltes Rechtemanagement für die Daten. Alles, was man mit LDAP veranstalten kann, kann man eigentlich mit diesem Server auch veranstalten. Und er ist Bestandteil des Red Hat Identity Managements. Auch da gibt es ein Upstream-Projekt zu, heißt FreeIPA. Kann man auch auf anderen Distributionen laufen lassen. Aber Red Hat hat es halt mit Support und so weiter in seinem normalen Produktportfolio drin. So ein Verzeichnisdienst, der ist auf eine ganz spezielle Verwendung entwickelt worden. Und zwar ist das zur Verfügung stellen von Informationen. Der ist also darauf getrimmt, dass man schnell lesen kann und Schreiboperationen dauern dann eventuell länger. So, er soll also performant sein, er soll für eine große Anzahl Clients solche Informationen zur Verfügung stellen können. Und er wird heutzutage hauptsächlich verwendet als Datenspeicher für Identitäten. Ich habe dort also Benutzerkonteninfos drin, ich habe da Gruppen drin, Organisationsstrukturen und so weiter. Und wenn man mal guckt, wofür der im Einsatz ist, sind das eigentlich alles große Anwendungen. Den Arbeitsaufwand mache ich mir nicht, wenn ich für 2 Personen mir irgendwie eine Nextcloud zu Hause hinstellen will oder so. Sondern das sind große Anwendungen, zum Beispiel große Mailsysteme, wo ich sage, da verwalte ich Hunderttausende von Mailkonten mit. Und dann werden klassische SQL-Datenbanken für solche Anwendungen langsam zu träge, das funktioniert alles nicht mehr, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber auch in Bereichen, wo ich eine hohe Anzahl an Replikationen der Daten brauche. Wieder so ein Beispiel Mailsystem.
Wenn ich das weltweit verteilt mache, weil ich mehrere Dutzend Rechenzentren habe und alle sollen dieselben Mail-Postfächer verwalten können, dann muss ich das irgendwo verteilen. Ich kann nicht aus der ganzen Welt die Mail-Systeme immer in meiner Zentrale anfragen lassen. Auch da finde ich sowas im Einsatz, weil ich dann wenige Instanzen von so einem Verzeichnisdienst habe, wo ich schreibe und die replizieren diese Informationen auf hunderte von Instanzen raus, die dann nur für Leseanfragen verwendet werden. Also auch das ist so ein Anwendungsbereich für die Dinger. Und wenn man mal in den Aufbau so ein bisschen reinschaut, Verzeichnisdienst heißt das Ding nicht umsonst. Ich habe da eine hierarchische Struktur drin. Ich kann also baummäßig sagen, meine Datenbank oben, in dem Fall jetzt heißt hier example.com, und darunter baue ich mir einzelne Container, in denen ich meine Informationen ablege. Sei das also auf der einen Seite Benutzer oder sei das Gruppeninformationen oder seien das auch Ressourcen, wenn ich zum Beispiel im Kalender irgendwie einen Raum buchen möchte. Oder seien das irgendwelche Rolleninformationen, wo ich sagen muss, das sind die Bediener oder die Benutzer, die halt in der Rolle des Datenbankadministrators sind und so weiter. Somit kann ich das Ganze strukturieren. Und wenn ich richtig groß werde, kann ich da auch einzelne Unterzweige in separate Datenbanken auslagern und so weiter. Funktioniert eine ganze Menge. Aber diesen hierarchischen Aufbau habe ich in sämtlichen Verzeichnissystemen drin. Und damit ihr mal so einen Einblick habt, wie so eine Information aussieht, die ich da drin speichern kann, habe ich hier mal ein Abbild eines Benutzerobjekts mitgenommen. Da sieht man verschiedene Strukturen dran. Ich sehe hier oben zum Beispiel einmal das nennt sich DN, Distinguished Name. Das ist ein eindeutiger Name für so ein Objekt. Ist also auch in der Hierarchie drin. Ihr seht da rechts mit Komma getrennt sind die einzelnen Container, wo sich die Informationen drin befinden. Das heißt, solange nicht irgendeiner auf der Welt nochmal ein Verzeichnis mit example.com betreibt, ist dieser Name weltweit eindeutig. Und dann seht ihr hier sowas wie Objektklassen. Diese Objektklassen sind Definitionen, welche Daten ich da drin habe. Bei einer Objektklasse Person finde ich dann zum Beispiel sowas drin, naja, Person sollte einen Vornamen haben, sollte einen Nachnamen haben. Oder bei e.org Person kommen dann solche Sachen mit hinzu, dass ich zum Beispiel auch Passwörter hinterlegen kann oder sowas. Also damit habe ich Informationen, mit welcher Struktur die Informationen abgelegt sind. Und dementsprechend kann ich auch sagen, eine Person hat halt ganz andere Eigenschaften als eine Gruppe. Und das wird auf so eine Art und Weise abgebildet. Ist erstmal, wenn man mit sowas anfängt und sonst nur normale Datenbanksysteme gewöhnt ist, eine ziemliche Umgewöhnung, weil es halt ganz anders funktioniert und weil es auch aufeinander aufbaut. Ich kann also hier zu so einem Objekt durchaus eine Objektklasse für eine Gruppe hinzupacken und auf einmal ist das beides. So, funktioniert technisch. Ob das im Design wirklich sinnvoll ist, ist noch wieder eine zweite Baustelle. Aber so kann ich meine Informationen dort ablegen und so stehen sie nachher auch den Clients, die damit arbeiten, zur Verfügung. Die können das alles einzeln abfragen. Und dann, gerade schon kurz angeteasert, haben wir in dem Produkt halt auch die Replikationsfähigkeit drin. Ich habe Instanzen, hier Supplier genannt, seitdem die das vor ein paar Jahren politisch etwas korrekter ausgedrückt haben, wo ich Schreiboperationen machen kann und alles, was da reingeschrieben wird, wird auf die sogenannten Consumer repliziert und die Consumer sind nur read-only. Dauert also eine gewisse Weile, bis meine Information dann überall rum ist, je nachdem, wie man das konfiguriert, ob sofort passieren soll oder zeitverzögert. Aber damit kann ich halt große Strukturen aufbauen. Und deswegen ist in diesem Projekt auch der Directory Server mit drin gewesen, weil es darum geht, um alle Standorte nachher mit den Identitätsinformationen zu versorgen. Jeder Standort soll autark für sich bei Störungen funktionsfähig sein, also müssen Sie alle die gesamten Benutzerdaten zur Verfügung haben. Gut, und ja, es gibt noch eine ganze Menge weitere Features, die man mit diesem Produkt abbilden kann. Ich hatte schon gesagt, Access-Control-Konfigurationen gibt es da drin, wer darf auf was zugreifen. Natürlich ist das Thema mit Performance mit bei. Ich kann also verschiedene Indizes definieren, zum Beispiel auf den Benutzernamen, damit halt die Suche nach einem Benutzernamen möglichst schnell geht. Ich kann mit dem Ding mehrere Datenbanken verwalten. Ich kann Verweise auf andere LDAP-Systeme machen, dann weiß der, dass daneben ihm noch was anderes existiert. Online-Backups sind mit bei und so weiter, eine ganze Menge mehr. Aber alles das erstmal nur zum Funktionsumfang von dem, dass ihr mal seht, wie mächtig das überhaupt ist. Und was dann in dem Projekt halt auch relevant war, ist das Thema Hersteller-Support. Und da haben wir dort gerade eine interessante Konstellation. Erstmal als Port 389 gibt es das Ding in den meisten Distributionen. Da kann ich es ganz normal als Open-Source-Software einsetzen, kann es verwenden.
habe auch denselben Funktionsumfang, habe da keine Einschränkungen bei, bloß muss mich halt auch um den Support selber kümmern. Es sei denn, ich habe halt eine Distribution, die da selber noch was drumherum macht. Und im Bereich Red Hat Enterprise Linux gibt es das Ding leider als Twitter. Es gibt das einmal im Rahmen des Free IPA Identity Managements. Da ist das die Datenbank, wo alle Identitäten drin gespeichert werden. Das kann ich nutzen, wenn ich eine ganz normale RHEL Subscription erworben habe. Ist das mit drin, passt so. Und es gibt eine zweite Option, die muss ich dann zusätzlich kaufen, nämlich sobald ich anfangen möchte, eigene Schemaerweiterungen dort reinzubauen. Wenn ich das also außerhalb des Identity Managements verwenden möchte und eigene Objektklassen haben möchte, muss ich in die Tasche greifen und muss es separat mit Support versehen. Und genau diese Variante hatten wir da. Wir haben das also nur den Directory-Server im Einsatz, ohne das FreeIPA oder das Identity-Management drumherum und haben deswegen auch ein bisschen andere Update-Abläufe und so weiter, haben da andere Supports drumherum. Gut, ja, so viel einmal zu dem Produkt selber. Als nächstes möchte ich einmal in den Bereich dieser ganzen Continuous und so weiter schauen. Das ist halt etwas, was aus der Softwareentwicklung mit rauskommt. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Darstellung in Form eines Kreises, so den Lebenszyklus von Software, was man damit veranstaltet. Es wird irgendwo entwickelt, ne? Das ist so diese übliche Formel, ne? Entwickler ist eine Maschine, die aus Kaffee und Pizza Software macht. Dann muss da draußen Software gebaut werden, die muss kompiliert werden. Ich muss das ganze Ding testen. Wenn die Tests alle erfolgreich waren, mache ich die ersten Installationen im Deployment raus. Wenn auch da alles gut funktioniert, kümmere ich mich um das Release, um das Produkt also zum Kunden zu kriegen. Und im Hintergrund sind meine Entwickler schon wieder dabei und bauen die nächste Version. Und in diesem Rädchen entwickelt man sich permanent weiter und arbeitet das die ganze Zeit durch. Und diese Continuous-Ansätze verfolgen da jetzt verschiedene Ziele. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem, was früher in der Softwareentwicklung gemacht wurde, dann hat eine große Software vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein neues Release bekommen, eine neue Version, die ich als Kunde nutzen konnte. Und in diesem einen Release sind dann im Ernstfall hunderte von Änderungen drin, die ich berücksichtigen muss. Das heißt, die Entwickler, die sind vollkommen das Nervengerüst, kurz bevor sie das releasen, weil sie das Risiko haben, dass irgendwas von ihren ganzen Entwicklungen aus dem letzten Jahr schief geht. Und man hat immer eine ganze Menge zu testen. Und in dem Bereich Continuous Integration versucht man davon abzugehen. Ich habe also meine Software, ich habe eine kleine neue Anforderung, da soll es einen neuen Dialog geben oder da soll es eine neue Funktion geben. Die wird implementiert und wird möglichst schnell in das Produkt mit reingebaut. Dann habe ich das erstmal raus. Das wird getestet, dass es mit allem anderen zusammen funktioniert. Und dann kann ich das aus dem Kopf erstmal wieder loslassen und kann mich der nächsten Funktion widmen, die ich dann auch implementiere, als kleines Release freigebe. Und so geht die Softwareentwicklung weiter. Ich mache also wesentlich kleinere Schritte. Und da kommen dann auch diese schönen Zahlen her, dass man sagt, eine Entwicklertruppe, die kann halt 40 Releases pro Jahr machen. Ja, nur weil sie so kleine Schritte machen. Das heißt, damit meint man, in möglichst kleinen Entwicklungsschritten das immer wieder in die fortlaufende Entwicklung reinzubekommen und so die Software schneller an den Markt zu kriegen. Dazu gehört, wenn man schnell sein möchte, auch das Continuous Testing. Das heißt, jedes Feature, was ich entwickle in der Software, das soll auch automatisiert getestet werden können. Das ist ein kleines Stück Software, was wirklich nur diese eine Funktion testet. Und wenn ich das kleine Stück Software zum Testen geschrieben habe, kann ich das in der Entwicklung immer weiter, immer wieder laufen lassen und kann immer sehen, funktioniert meine Funktion vom letzten Jahr noch oder habe ich Elefant im Porzellanladen gespielt und habe mir irgendwo was kaputt gemacht. Und wenn ich das komplett durchziehe, kann ich sagen, wenn meine automatisierten Tests für meine Features alle durchgelaufen sind, brauche ich nicht mehr viel Arbeitsaufwand machen, dann kann ich die Software einfach freigeben, weil sie funktioniert. Ist also ein Ansatz, dass alles permanent jedes Mal wieder getestet werden muss und erspart den manuellen Aufwand, jedes Mal sagen zu müssen, okay, das Feature hatten wir vor 2 Jahren, funktioniert das noch? Ja, Haken hinter. Beschleunigt das Ganze also auch. Und in der Fortsetzung von dem Ansatz haben wir dann das Continuous Deployment, was also meint, ich möchte die neue Softwareversion, die wir möglichst mit den automatischen Tests entwickelt haben, möchte ich möglichst schnell an den Markt bringen und möglichst schnell installiert bekommen. Sodass ich auch wirklich sagen kann, nach dem Motto, der Geschäftsführer hatte eine coole Idee, was unser Shop-System noch verbessern könnte. Das hat er den Entwicklern erzählt und eine Woche später ist die Funktion draußen im Shop produktiv und er kann das nutzen. So, weil man es halt so weit durchautomatisiert und so viel wie möglich automatisch machen lässt, anstatt dort händisch noch irgendwas beizuhaben. Und diese Methodiken, die kann man im Prinzip auch in anderen Formen des Projektmanagements mit einsetzen.
Zum Teil hört man das so, dass man sagt, nee, das ist inkompatibel mit dem klassischen Projektmanagement, das verträgt sich nicht so, aber man bekommt es schon hin. Es ist nicht ganz so agil, wie man sich das wünscht, weil der Auftraggeber nicht irgendwie jederzeit nochmal eine Richtungsänderung machen kann, aber es funktioniert. Was meine ich da jetzt mit dem klassischen Projektmanagement? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, so ein Projekt zu steuern, wenn das etwas Größeres ist. Da gehört unter anderem zu, dass in den großen Projekten ein Auftraggeber in einem Lastenheft definiert, was er überhaupt haben möchte. Da steht alles drin, was er haben will, damit die Software die Aufgabe erfüllt, die er sich wünscht. Das kann von verschiedenem Umfang sein. Dann haben wir ein nächstes Instrument von dem Auftragnehmer, der das also umsetzen soll. Der sagt, gut, ich habe dein Lastenheft gelesen und in dem Pflichtenheft schreibe ich jetzt auf, wie setze ich das um. Mit welchen Technologien mache ich das, welche Software setze ich ein oder auch sowas zu sagen, so, ey, schön, dass du dir das wünschst, können wir aber nicht machen, ist technisch nicht möglich, kann da auch drin sein. Also auch wieder ein Dokument, was beschreibt, wie gehen wir damit um mit den Anforderungen, die der Kunde hat. Und dann gibt es da natürlich die Abnahmetests zu. Es reicht ja nicht, dass der Kunde gesagt hat, das möchte ich haben, sondern er will ja dann auch überprüfen, ob er das wirklich bekommt, dass wir auch alles gemacht haben, was wir sollen. Und das wird bei solchen großen Projekten mit den Lastenheften natürlich viel Arbeit, weil ich jede Anforderung, die da drin steht, muss ich dann auch überprüfen, ob sie erfüllt wird. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, über Releases oder Milestones zu definieren, in welchen Arbeitsabschnitten mache ich das denn? In welcher Reihenfolge möchte ich etwas liefern? Denn gerade wenn das große Projekte sind, dann kann ich nicht sagen, ich investiere jetzt hier zig Millionen und dann arbeitet ihr 3 Jahre und dann werden wir am Ende mal kurz gucken, ob ihr noch auf dem richtigen Kurs seid, sondern das will der Auftraggeber zwischendurch immer wieder in kleinen Schritten überprüfen, dass er auch wirklich sieht, es geht in die Richtung, die man haben möchte. So, und weil das für dieses Verfahren relevant war, habe ich euch jetzt mal so einen kleinen Auszug zusammengebaut, wie so ein Lastenheft aussehen kann, dass ihr da mal eine kleine Vorstellung von habt. Wie gesagt, war ein großes Projekt, war formal bis zum geht nicht mehr oder ist es auch immer noch, aber es macht einmal deutlich, in was für einer Ebene man in solchen Projekten überhaupt arbeitet. Da kann ich einmal sehen, ich habe da wirklich neben jedem Absatz so eine ID stehen. Weil wenn ich mich darauf beziehe, ich muss jederzeit Querverweise machen können. Da habe ich eine Projektnummer, eine Dokumentennummer und eine fortlaufende Nummer für den Abschnitt in diesem Lastenheft. So, dann sieht man schon, das sind zum Teil relativ viele Dokumente. In dem Projekt insgesamt waren wir, glaube ich, so um und bei 100 Lastenheften. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Seiten das dann sind? In dem, der sich um den Verzeichnisdienst dreht, reden wir da so bummelig von 500 Anforderungen, die ich da zu erfüllen hatte. So, und dann steht da halt drinne, was ist jetzt die Anforderung? Und wenn man sich das erste Mal anschaut, der LDAP-Client fragt beim Verzeichnisdienst an und tut das mit dem Protokoll LDAP V3. Sagt jeder Admin, ja logisch, wie denn sonst? Ja, aber wenn es nirgendwo festgeschrieben ist, dann könnte mir der Auftragnehmer auch was anderes unterjubeln. Und dann sieht man hinten eine Verbindlichkeit. Wenn da Muss drin steht, komme ich nicht drum rum. Das muss ich implementieren. Will der Auftraggeber haben, weicht da auch nicht von ab. Ein Stück weiter unten sieht man zum Beispiel so eine Soll-Anforderung. Möchte er gerne, kann ich aber auch weglassen, muss ich nicht erfüllen. Und ihr seht rechts so eine Information, in welchem Release möchte ich das denn haben. Damit kann ich das zeitlich schon mal einstufen. Möchte der Auftraggeber das ganz zu Anfang haben oder möchte das eher zum Ende haben? Und diese Anforderungen gehen halt weiter. Da sind auch dann solche Sachen bei, wie hier beim Verbindungsaufbau. Der Verzeichnisdienst sollte gerne über den Port 636 eine Verbindung mit TLS-Verschlüsselung ermöglichen. 636 ist der Standardport für verschlüsseltes LDAP. Und das ist halt optional eingestuft, aber was auf jeden Fall funktionieren muss, da komme ich nicht drum herum, auf den Port 389, eigentlich der Standardport für unverschlüsselt, muss ich, wenn ich eine Verbindung aufbaue, danach sagen können, Start TLS, ich muss die Datenverschlüsselung nachziehen können. So. Also auf jeden Fall kommt dann da am Ende bei raus, die Kommunikation muss verschlüsselt erfolgen. Im Klartext darf ich mich nicht mit dem Verzeichnisdienst unterhalten. Und so sind diese Lastenhefte aufgebaut. Und das geht auch in vollkommen anderen Bereichen. Meine Lieblingsanforderung war da immer, die Stromversorgung eines Servers ist an dem Standort anzuschließen, an dem der Server aufgebaut wird. Also nicht Verlängerungskabel in den Nachbarbrandabschnitt, sondern bitte im selben Schrank. So, und um jetzt mal langsam auf das zu kommen, wo wir den Fehler gefunden haben, wo das Problem gesteckt hat, habe ich euch einmal hier so einen Ausschnitt gemacht aus dem Ablauf für Passwörter.
Da gibt es also einmal eine Anforderung, dass das Passwort eines Benutzers aus dem LDAP nach einer konfigurierbaren Anzahl Tage ablaufen muss. Also endlos gültige Passwörter sind nicht zugelassen. Dann gibt es die Anforderung, dass wenn das Passwort abgelaufen ist, der Benutzer noch eine bestimmte Anzahl an Anmeldungen am Verzeichnisdienst bekommen soll, um die Chance zu haben, sein Passwort zu ändern. So, und auch diese Anzahl muss konfigurierbar sein. Das nennt sich in dem Zusammenhang dann Grace Logins. Also zum Beispiel, ich habe 60 Tage, ist das Passwort gültig und ich habe 2 Grace Logins. Bedeutet, nach Ablauf der 60 Tage kann ich mich noch genau 2-mal mit dem Verzeichnisdienst verbinden. Danach darf er meine Benutzerdaten nicht mehr annehmen. Und um das dann auch vollständig zu machen, wird auch als Anforderung definiert, wenn diese Grace Logins aufgebraucht sind, dann muss der Verzeichnisdienst die Anmeldung des Benutzers verweigern. Er darf den nicht mehr akzeptieren. So, und die 3 Anforderungen hier unten sind im Prinzip das, um was sich das bei dem CVE auch dreht. Wenn man jetzt schaut mit den automatischen Tests, die in der Entwicklung gemacht werden sollen, dann sagte ich schon, es muss jede Anforderung in dem Lastenheft technisch nachgewiesen werden. Wenn man sich vorstellt, in dem Lastenheft bummel ich 500 Anforderungen und ich sitze dann mit einem Abnahmeprüfer zusammen, der sich jede einzelne von diesen Anforderungen bestätigt sehen möchte, da kann ich locker schon mal 3 bis 4 Wochen einplanen, bloß um einmal das Ganze durchzugehen. Wir wollen aber immer wieder neue Releases produzieren, also wird das extrem übel. Das wird aufwendig. Das heißt, alles, was irgendwie geht, möchten wir automatisiert nachweisen können. Und dann ist das Verfahren dafür, dass wir das Stück Software, was wir bauen, um diesen Test durchzuführen, das lassen wir abnehmen. Das signiert der Prüfer einmal und sagt, das Ergebnis von diesem Stück Software akzeptiere ich für die nächste Abnahme. Und damit habe ich schon mal eine Abnahme von der Backe, weil ich beim nächsten Mal nur sagen muss, hier, da sind die Ergebnisse, kannst die Checksummen der Tests kontrollieren, stimmt alles, also sind die Anforderungen erledigt. Ich beschleunige also die Abnahmen damit. Das heißt, als Entwickler von so einem System war das auch unser Ansatz, möglichst viele Anforderungen auf diese Art und Weise abzufrühstücken. So, nun hatten wir auch die Anforderung bei, muss LDAP V3 können. Da haben wir glücklicherweise die Möglichkeit zu sagen, der Hersteller sagt in seiner Dokumentation, dieses Produkt spricht LDAP V3, ist standardkonform. Also machen wir da einen Haken hinter, haben wir auf die Herstellerdokumentation verwiesen. Sonst wären solche Testszenarien nämlich wirklich anstrengend geworden. Gut, und genau, das sind so die Rahmenbedingungen, in denen wir dann versuchen, diese Abnahmen hinzubekommen, sodass der Abnahmeprüfer auch sagt, ja, ihr habt euren Auftrag erfüllt, dafür kann auch Geld fließen. Gehen wir jetzt einmal weiter auf den Test ein, mit dem wir jetzt das also nachgewiesen haben. Wir schauen einmal, wie ist so der zeitliche Ablauf bei diesem beschriebenen Verfahren. Wir haben einmal eine Phase, wo das Passwort gültig ist. Im Verzeichnisdienst kann ich eine Passwort-Policy konfigurieren, die gilt dann für bestimmte Benutzer und da steht zum Beispiel drin, dieses Passwort ist 60 Tage gültig. Das heißt, bei der Anmeldung guckt der Verzeichnisdienst nach, okay, Benutzername, Passwort sind korrekt. Wie alt ist denn das Passwort? Okay, ist 61 Tage alt, Pech gehabt, Passwort abgelaufen. Damit der Client weiß, was da passiert, kann er sogenannte Passwort-Policy-Controls mit anfordern. Das heißt, der Verzeichnisteam sagt ihm, du, das Passwort läuft bald ab. Oder das Passwort ist abgelaufen, du hast noch 2 Grace Logins. Das sind also die Möglichkeiten, die der Client da hat. Und dann kommen wir in die Phase, wo das Passwort abgelaufen ist und über die Passwort-Policy-Controls der Server also zurückgibt, du hast noch 2 Logins, du hast noch 1 Login, du hast Pech gehabt, du hast kein Grace Login mehr. Und ab dem Moment, wo das letzte Grace Login verbraucht ist, muss er sperren. Da darf er nicht mehr drauf zulassen. Das ist also der Ablauf, den wir da sehen möchten. Wenn ich das jetzt versuche, in Software zu gießen, damit das automatisch funktioniert, mache ich mir da so einen kleinen Ablaufplan zu. Und das habe ich hier einmal skizziert. Wir fangen also an, indem ich einfach für den Test mir eine spezielle Passwort-Policy mache, weil wenn ich 60 Tage auf das Ergebnis dieser Policy warten muss, dauern meine Abnahmen auch wieder zu lange. Also baue ich mir eine Passwort-Policy, wo das Passwort nach 20 Sekunden abläuft und wo ich 2 Grace Logins habe. 20 Sekunden ist für automatische Testverfahren eine ganze Weile, eine ganze Menge. So, dann lege ich mir einen Benutzer an mit einem Passwort, was ich kenne und teste einmal, ob die Anmeldung funktioniert. Da bin ich also noch in der Phase der 20 Sekunden drin. Und der Verzeichnisdienst sagt mir, jo, ist in Ordnung, kannst Daten abfragen, passt. Dann
warte ich ab, bis meine 20 Sekunden durch sind. Da steht im Test also einfach Sleep 20 drin. Und fange dann an, baue eine neue LDAP-Verbindung auf, gebe meinen Benutzernamen und Passwort mit und erwarte, dass eine Abfrage möglich ist. So, und bei einem Grace-Login von 2 muss er mir dann danach zurückgeben, wie viele Grace-Logins ich noch habe. Dann beende ich die Verbindung, baue eine neue Verbindung auf, melde mich wieder mit demselben Benutzernamen und Passwort an. Und auch da ist meine Erwartungshaltung wieder, ich kriege Daten zurück. Damit habe ich das zweite Grace-Login aufgebraucht. Und dann fange ich mit einer dritten Anmeldung an. Und da will ich jetzt sehen, dass der Verzeichnisdienst es verweigert. Weil Passwort abgelaufen und zwei Grace-Logins aufgebraucht. So. Und der Vollständigkeit halber mache ich dann nochmal einen vierten Verbindungsversuch, um zu sehen, dass er auch Schreiboperationen verweigert. Melde mich nochmal an und will auch da sehen, du kommst hier nicht rein, ich sperre dich aus. So, und wenn der gesamte Test durch ist, dann löschen wir den Testbenutzer wieder, löschen die Passwort-Policy wieder und sind quasi fertig für den nächsten Test. Was da als Ergebnis jetzt bei rauskam, war leider das da. Es hat soweit funktioniert, dass ich meine Grace-Logins auch aufbrauchen konnte. Und dann habe ich die dritte Anmeldung gemacht und habe dort erstmal eine gültige Verbindung bekommen. Also, oh, was ist das denn? Und dann habe ich nochmal Daten abgefragt. Und habe Daten zurückbekommen. Oh, was ist denn das? Vierter Test, neue Verbindung, alter Benutzername, Passwort. Ich wurde reingelassen. Ich konnte auch noch Daten schreiben. Ganz übel. Damit habe ich also zwei Verstöße und habe keine Chance, da eine Produktabnahme hinzukriegen, weil ich Anforderungen aus dem Lastenheft nicht erfülle. Das ist uns aufgefallen, weil da im Team gearbeitet wurde. Ich war für die gesamte Konfiguration des Verzeichnisdienstes zuständig. Und ein Kollege, weil ich darf mich ja nicht selber prüfen und auditieren, ein Kollege hat die Testverfahren implementiert. Und der hat das mit einer Hochsprache gemacht, also ist nicht auf der Kommandozeile dabei gegangen, weil die Kommandozeilen-Tools haben das Problem, sie beenden die Verbindung danach sofort wieder. Ich kann nicht zwei Operationen nacheinander mit derselben Anfrage schicken. Das heißt, mit Kommandozeilen-Tools wäre mir das gar nicht aufgefallen. Aber wir sind da mit einem Stück Python-Code rein und haben einfach gesagt, an dieser Stelle ignorieren wir das jetzt mal, dass wir eine Fehlermeldung bekommen haben, sondern machen einfach weiter. Und da kamen diese Ergebnisse raus, dass er also trotzdem eine Fehlermeldung bekommen hat, du darfst hier nicht weitermachen, konnte er Anfragen stellen. So, das hat er erstmal mit mir diskutiert, weil er sich nicht ganz so sicher war und LDAP war auch nicht so seine Hauptdomain. Und dann haben wir festgestellt, nee, das ist kein Fehler in deiner Testsoftware, das ist tatsächlich so, da haben wir tatsächlich dieses Problem drin. Das Ergebnis hat also gezeigt, dass ich wohl eine Fehlermeldung bekomme, dass er sagt, nee, das war's hier, aber wenn ich die Fehlermeldung einfach ignoriere und meine nächste Operation schicke an den Server, hat er die weiter bearbeitet. Also trotz einem abgelaufenen Passwort und trotz verbrauchter Grace-Logins hätte ich ganz normal weiter mitarbeiten können. Aber, und das war dann zumindest ein Gutes bei der Geschichte, im Rahmen der Berechtigung, die ich vorher gehabt habe, also Sachen, die ich vorher nicht in meinem gültigen Passwort nicht abfragen durfte, durfte ich dann auch nicht abfragen. Aber an alles, wo ich vorher Berechtigung hatte, kam ich ran. So. Und das ist halt durchaus denn das Problem bei der ganzen Geschichte. Dann war uns so langsam klar, wir müssen mit dem Ganzen an den Hersteller ran. Das ist nichts, was wir selber fixen wollen. Das soll der Hersteller gefälligst machen. Zahlen wir auch Geld für. Und da ist einiges an Arbeiten für notwendig gewesen. Ich habe also erstmal die internen Testcodes anonymisieren müssen, weil wir Schemaerweiterungen drin hatten, weil wir Funktionen drin hatten, die kundenspezifisch waren. Das musste alles wieder raus. Ich musste nachweisen, dass dieses Problem mit einem Standard-Server in einer Standardinstallation genau so auftritt. Alles als Vorbereitung für den Support-Case. Das musste dann alles dokumentiert werden. Jeder kennt das, wenn man mit dem technischen Support vom Hersteller zu tun hatte. Ich muss erstmal die First-Level-Hürde überwinden. Solange ich den Typen im First Level nicht geknackt habe, habe ich keine Chance, anständig mit denen zu diskutieren. Nichts anderes passiert da auch. Also habe ich das möglichst einsteigerkonform dokumentiert, habe Skripte geschrieben, die gesamte Konfiguration bauen, dass das also auch einfach nachzuvollziehen war. Und dann war auch recht gut zu merken, als ich den First Level überwunden hatte, danach meldete sich nämlich ein Typ, der Security Engineer hieß, der bestätigt hat, dass sie dort ein Problem in der Software haben und dass sie daran arbeiten. Und dann habe ich auch die CVE-Nummer bekommen. Da stand zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu viel drin, sondern nur, da gibt es ein CVE und in welchem Produkt ist das. Und diese ganz kurze Beschreibung hier, Vulnerability was found und so weiter, das war die einzige Beschreibung, die es dazu gab.
Und da ich dann die CVE-Nummer hatte, habe ich auch die nächste größere Suchmaschine in der Gegend befragt und habe ein paar Tage später ein Git-Repository gefunden, wo es ein Verzeichnis mit dem CVE-Namen gab. Und das war von diesem Security-Engineer, der da drinnen nochmal einen eigenen Testcode geschrieben hat, um diesen Bug nachzuweisen. Das waren also die ersten Anzeichen, okay, Sie nehmen das ernst. Dann hat es eine Weile gedauert und irgendwann sind dann die Erratas erschienen. Erratas ist halt die Veröffentlichung an die Kunden, du, wir haben hier ein Sicherheitsproblem und dort sind die Patches, installieren den ganzen Krams, um wieder sicher zu kriegen. Und erst nachdem die Erratas veröffentlicht wurden, sind auf GitHub auch die Bugfixes veröffentlicht worden, was sie dort tatsächlich gemacht haben. Sie haben also ihren Kunden erstmal 2-3 Tage Zeit gelassen, um zu patchen, bevor sie die Details über diesen CVE wirklich öffentlich gemacht haben, sodass das jeder nachvollziehen konnte. So, und von dem, was man da öffentlich sah, habe ich mal so ein paar Screenshots mitgemacht. Das war dann also der Bug-Report, wie er in dem Issue auf GitHub auftauchte. War auch runtergebrochen wieder. Da steht im Prinzip genau dasselbe drin. Ein LDAP-Client, der sich verbindet, kriegt auch, wenn er den Fehler 49, Expired Password bekommt, kann er als authentifizierte Session weitermachen und kann weiterarbeiten. Mehr war das nicht, was da drin stand. Und die Lösungsquote haben sie relativ hochgeschoben, weil zum gleichen Zeitpunkt kamen auch die Bugfixes raus. Da sah man dann, dass dort mehrere Änderungen gemacht wurden. Und in dem Repository ist es so, dass dort mehrere Versionen des Verzeichnisdienstes parallel gepflegt werden. Und diese 389DSBase ist der Paketname von dem ganzen Ding. Und die verschiedenen Softwareversionen, die sie pflegen, sind dort auf unterschiedlichen Branches drauf gewesen. Und ich habe euch hier nach rechts mal die Version übersetzt, wie das ganze Ding als Red Hat Directory Server heißt. Uns interessierte der Red Hat Directory Server 11.6, weil das der war, den wir da im Einsatz hatten. Und im Upstream ist dort auch der Bugfix mit drin gewesen. Okay, jetzt nur noch eine Frage der Zeit, haben wir demnächst die Fixes auch, passt schon. So, dann habe ich mal reingeschaut, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und da wurde es dann richtig spannend, wenn man sich den Arbeitsaufwand anschaut, den wir damit gehabt haben. Weil das ist ja die Fehlerbehebung. Das ist ein Stück Source Code aus dem Plugin für die Passwort-Policies. Das ist ein optionaler Teil, das gehörte früher nicht zum LDAP-Standard dazu. Und der LDAP-Server selber hat das Benutzernamen Passwort überprüft, hat gesagt, ist in Ordnung, akzeptiere ich. Dann kommt das Plugin für die Passwort-Policy. Das findet nachträglich raus, ja Moment, das Passwort stimmt zwar, aber es ist abgelaufen. Und ich habe auch keine Grace-Logins mehr. Das haben Sie hier in der Zeile 210, wird das gesetzt mit dem LDAP-Control-PW-Expired. Da wird also die Antwort quasi vorbereitet, die dann an den Client geschickt wird. Und die alte Zeile 211 sendet das Ergebnis dann an den Client. Und die neue Zeile, die Sie hier eingeführt haben als Bugfix, ist wirklich das Aufräumen des Credential Caches. Das heißt, dieses Flag, was der Server vorher dran gepackt hat, Benutzername und Passwort stimmen, ist da wieder rausgeräumt worden. Und damit ist es wieder eine anonyme Verbindung, die ich da habe. Das heißt, diesen ganzen Aufwand haben wir nur für diese eine Zeile Source Code gemacht. Okay, aber war ein CVE, ist mal eine Erfahrung gewesen. Gut, was sieht man öffentlich über diesen CVE? Einmal bei Red Hat ist das Ganze veröffentlicht worden, auch wieder im März, wo dieses Errata mit erschienen ist, gab es da dann erst die Details drüber und ist erstmal als Low Impact eingestuft worden und hat einen CVSS-Score 5.7 bekommen. Diese CVSS-Scores sind eine Einstufung des Schweregrades von solchen Geschichten. Ich sage mal so, wenn das was ist, was ihr in den Nachrichten abends seht, dann dürfte das meistens 8, 9 oder sowas haben in der Richtung. Hier liegen wir also im Mittelfeld. Und für die Einstufung, die da haben, hat Red Hat selber die Policy definiert, wie sie das bewerten. Und Low Impact hat das Ganze bekommen, weil es doch überschaubare Auswirkungen hat. Erstmal kommt der Benutzer nur an Daten ran, die er sowieso irgendwann mal sehen und bearbeiten durfte. Das schränkt das schon mal ein. Und das Ding killt mir nicht den Dienst, das kompromittiert mir das nicht, weil ich irgendwie an Daten rankomme, an denen ich überhaupt nichts zu suchen habe. Von daher ist das nicht so ganz dramatisch. Und alles, was weiter nach oben kommt bis zu Critical, sind wirklich Datendiebstahl, Denial of Service, dass also der Dienst danach gar nicht mehr funktioniert, erweiterte Rechte auf dem System erlangen und so weiter. Das war bei dem CVE alles nicht der Fall. Deswegen hat er eine Einstufung von Low Impact bekommen. Und für die CVSS-Scores gibt es ebenfalls so eine Matrix, wo verschiedene Kriterien bewertet werden.
Und da sieht man also einmal ein Attack-Vector-Network. Lokal bringt mir das nichts. Ich brauche eine Netzwerkverbindung zu diesem Dienst, sonst kann ich das nicht ausnutzen. Oder die Komplexität von dem Ganzen ist auch als low eingestuft worden. Ich musste keine Exploits schreiben. Ich habe einfach eine Standard-LDAP-Bibliothek in Python genommen und habe die Mittel, die sie zur Verfügung stellt, genutzt. Ich habe halt nur stumpf eine Fehlermeldung ignoriert, sage ich mal. Und das ist auch nichts, was ein Softwareentwickler nie macht, sondern da gibt es noch eine ganze Menge mehr von. Ich habe auch keine besonderen Berechtigungen gebraucht, aber ich habe ein bisschen User-Interaktivität, weil das ja mit dem Passwort passieren muss. Die Vertraulichkeit, denke ich mal, ist als high eingestuft worden, weil ich dadurch an Informationen rankomme, an die ich nicht mehr rankommen soll. Es hat ja irgendeinen Grund, warum die gesagt haben, das Passwort soll ablaufen. Irgendwas ist da ja der Beweggrund für gewesen. Also hätte ich an die Daten nicht rankommen dürfen, tue es aber weiterhin. Daher ist das wahrscheinlich auf diese Einstufung gekommen. Und dafür gibt es dann für die verschiedenen Sachen halt die entsprechenden Formeln, die da diesen Score draus machen. Und der hat dann halt zu der Einschätzung von 5,7 geführt. Aber ich hätte auch schreiben können, wenn ich mit dem entsprechenden Benutzer unterwegs gewesen ja, wäre, genau. Oder? Ja, ich hätte genau. Das Verzeichnis verderben können inhaltlich. Ja, dadurch ja, aber halt nur im Rahmen dessen, was man eh früher gedurft hätte. Ja, aber es ist halt... Niemand meinen Benutzer zu nehmen, der für mich gedacht war. Ich hätte ja auch einen Administrations-Account draufgeben können, oder? Ja, aber du musst die Zugangsdaten haben. Weil es müssen ehemals gültige Zugangsdaten gewesen sein. Ja. Weil das funktioniert halt nur, wenn der Verzeichnisdienst einen korrekten Benutzernamen und ein korrektes Passwort bekommen hat, damit er dich einmal durchgelassen hat und dann fiel dieser Bug zum Tragen. Das heißt, wenn du keine gültige Kombination aus Benutzernamen und Passwort hattest, hast du keine Chance für diesen Angriff gehabt. Schon richtig, aber der Benutzer hätte ja auch ganz hohe Rechte haben. Ja, dann, wenn es natürlich ein administrativer Benutzer ist, ja. Oder auch mit dem Beispiel, wenn er danach, das übliche Beispiel eines gefrusteten Mitarbeiters, der dann halt mal kurz sämtliche Accounts löscht, auch das wäre möglich gewesen. Ne? Ganz oft werden solche Accounts für Dienstleister eingerichtet, die in 4 Wochen oder so ein Projekt begleiten und danach nicht mehr zugreifen sollen, weil das Projekt zu Ende ist und die dann plötzlich trotzdem noch weiter dann rumverwerten dürfen. Das soll eigentlich passieren. Und das ja. Ist halt, da ist es eher kritisch, weil dann meistens mehr Rechte vergeben worden. Ja, genau. Gut, genau, das zur Einstufung. Dann habe ich nochmal einen Screenshot. Ihr seht schon, der CVE von der Nummer, der ist aus dem Jahr 2022, ist also schon 2-3 Tage her. Dieser Screenshot ist leider vom 13. September diesen Jahres. Und ihr seht da nämlich etwas, was ich im Zusammenhang mit dem Projekt sehr unschön finde. Ich sagte, das Ganze hat verschiedene Subskriptionsmodelle. Das, wo ihr oben die Erratas drin seht, also für Red Hat Enterprise Linux 7 bis 9, da sind die Fixes raus. Das sind die Versionen, die ich mit dem FreeEPA nutzen kann. Die beiden Dinger hier unten, Red Hat Directory Server 11 und 12, das sind die, für die ich separat bezahlen muss. Und da seht ihr, sind keine Erratas erschienen. Das ist doof, weil ich würde dem Auftraggeber gerne sagen, du, guck mal da, die haben gefixt, das Problem ist beseitigt. Der Witz an der Geschichte ist, sie haben das Problem beseitigt, sie haben es nur nicht dokumentiert. So, also da müssen wir halt trotzdem noch mit dem Software-Test bei und sagen, ja, formal, wenn du nur die Seite betrachtest, haben wir da noch ein Problem, aber guck mal, der Test sagt, das Problem ist behoben. Und dann findet man natürlich noch die üblichen CVE-Datenbanken im Netz. Das ist jetzt hier einmal so ein Auszug daraus. Ich habe die Kurzbeschreibung drin von dem CVE, was da Gegenstand ist, und es können dann diverse Links mit hinter. Und da seht ihr also durchaus auch, dass da das Fedora-Projekt mit beteiligt war. Ihr seht auch unten bei GitHub, das ist dieser Security Engineer, wo ich das Repository über die Suchmaschine gefunden hatte. Das ist dort also alles mit drin, dass man weitere Informationen hat. Ja, gut. Im Endeffekt, was war Fazit aus der ganzen Geschichte? Es war durchaus mal interessant, so einen Ablauf mal mitzubekommen und zu sehen, wie das funktioniert, an so einem Team mal mit teilzunehmen. In dem Fall waren es jetzt im Prinzip nur 2 Leute, die beteiligt waren. Dafür fand ich das schon recht gut. An den großen CVEs, da sind meistens noch mehr Leute beteiligt, damit man es überhaupt nachgewiesen kriegt. Vom Support her ist es natürlich ärgerlich, dass man heutzutage immer erstmal den First Level knacken muss, um da überhaupt weiter vorzukommen. Aber das ist ja leider heutzutage normal. Von der Bearbeitung her hätte ich mir halt gewünscht, dass sie da gerade für die teuren Produkte etwas sorgfältiger sind, was die Dokumentation angeht. Weil dass die Dinger jetzt 2 Jahre nach dem Entdecken immer noch im Prinzip als affected dastehen und kein Fix offiziell verfügbar ist, ist echt blöd. In den Changelogs taucht das Ding nicht auf,
Man kann testen, dass es behoben ist. Aber es ist halt so, sag ich mal, heutzutage in der ganzen Situation, wo Papier mehr wert ist als Fakten, ist das echt eine blöde Variante, dass ich nicht sagen kann, da ist der CVE, da ist die Bestätigung, dass er gefixt wurde, passt schon. Ansonsten ist das eine Projektgröße, wo ich zu Anfang auch gesagt habe, so, oh Mann, so viel Anforderungen, was soll das denn alles? Aber ihr seht, wozu das führen kann. Da ist man also sehr präzise geworden bei den Anforderungen, während andere vielleicht nur gesagt hätten, nur ich hätte gern, dass du für die Identität einen Verzeichnisdienst verwendest, sind wir da so weit reingegangen und das hat uns dazu gezwungen, uns Gedanken darüber zu machen, wie weisen wir das nach. Also haben wir einen Testcase geschrieben und sind damit auf diesen Fehler gestoßen. Der Fehler wäre uns also überhaupt nicht aufgefallen, wenn die Anforderungen nicht so detailliert gewesen wären. Und da sieht man halt auch so ein kleines bisschen die Vorteile bei solchen großen Projekten, wenn man in der Planung so tief ins Detail reingeht. Und jetzt werden die Anforderungen wirklich nach abgewiesenen Login probiert, darf ein weiterer Zugriff nicht mehr möglich sein? Ja. Hat jemand wirklich... Also die Anforderung stand drin, ja. Dass halt, wenn das Passwort abgelaufen ist und die Grace Logins verbraucht sind, der Verzeichnisdienst das Benutzer-Login nicht mehr akzeptieren darf. Ne? Im Original gingen sie sogar noch einen weiter, das habe ich jetzt neulich in den aktuellen Changelogs gesehen. Inzwischen gibt es ein Feature, dass der Verzeichnisdienst selber die Verbindung auch stumpf beendet, wenn er so ein Passwort ablehnt. Das ist jetzt nichts, was zum Fix des CVEs gehörte, aber vielleicht eine Konsequenz daraus, dass sie gesagt haben, wenn der Admin das möchte, dann können wir sowas auch gleich unterbinden, weil wenn du ein falsches Passwort schickst, dann beende ich die Verbindung halt, basta. So, und das geht jetzt in den neuen Versionen, haben sie damit rein. Ob das jetzt Zufall gewesen ist oder ob das eine Konsequenz aus diesem CVE gewesen ist, lässt sich natürlich ohne Knacken der Entwicklergehirne nicht nachvollziehen, aber da merkt man schon, dass das so ein bisschen was bewegt und dass das durchaus seinen Sinn hat, auf der Ebene mal zu testen. Ja, habt ihr noch Fragen? Habt ihr die Regression getestet im Sinne von, dass mithilfe der Grace-Logins nach Ablauf des Passwortes auch das Passwort nochmal wieder geändert werden konnte? Nee, das haben wir tatsächlich nicht getestet, weil du für die Passwortänderung, das ist ja auch eine LDAP-Operation, dafür brauchst du erstmal eine gültige Anmeldung. So, also und wenn er die gültige Anmeldung ablehnt, dann funktioniert ja auch die Operation danach nicht mehr. Ich meine ja innerhalb der Grace Logins. Ach so, innerhalb. Ich empfehle das nachzuziehen. In dem Punkt bin ich in Fallen reingelaufen im Sinne von, ja, schön und gut die Grace Logins, aber ja, die Anzahl reicht nicht aus. Ja, also im... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das war halt die Anforderung, dass genau in der Spanne das Passwort noch geändert werden kann. Ich habe nicht alle Testcases mir angeschaut, dafür hatte ich gar nicht genug Zeit. Aber ich denke mal, da der Entwickler für die Tests wirklich jede einzelne Anforderung durchgegangen ist, wird das wahrscheinlich in den Tests mit drin gewesen sein. Aber beschwören kann ich es nicht. Dafür hatten wir ein bisschen Arbeitsteilung, das habe ich mir nicht alles angeschaut. Ne? Ja. Ich habe noch eine kleine Frage, und zwar besteht dieses Problem auch, wenn der Benutzer-Account aktiv deaktiviert wurde oder nur, wenn das Passwort abgelaufen ist? Das deaktiviert, also die Frage war, ob das auch mit gültigem Passwort, aber deaktiviertem Account funktioniert. Ja, beziehungsweise, also mit einem gesperrten Account. Ja. Also ob das Problem da auch bestand oder ja. Die Die Implementierung darüber ist eine etwas andere. Es gibt ein separates Attribut, was sagt, dieser Account ist gesperrt. Da reagiert der Verzeichnisdienst anders drauf. Das ist nicht das Passwort-Plugin, was das macht, sondern ist halt wirklich die Kernfunktionalität vom Server selber. Und auch da, ich habe es jetzt nicht explizit ausgetestet, aber ist halt ganz anderer Mechanismus. Von daher bin ich der Meinung, dass das dort nicht greift. Weil das ist uralte Funktionalität. Also wenn du deaktivieren klickst, ist vorbei. Ja, ich bin kein Verzeichnis. Ich kenne das noch von NT-Domäne damals, da ging das schon richtig, bei NSAD kann das schon immer und LDAP ist ja nichts anderes, also das klappt schon immer gut. Ja. Aber haben wir ja viele Dinge gemacht. Ja. Gut. Ja. Eine Anmerkung, ich falle auch öfter mal über so kritische Dinge und was ich immer erlebe ist, es interessiert keinen, das
macht keiner was. Also zum Beispiel, so vor 10 Jahren habe ich mal einen Firefox gefunden, ja. Es gibt also Relocation Lists, aber es gibt auch manchmal eben bestimmte Zertifikate, die sind zurückgezogen, sind da noch nicht drin. Kann man da eintragen, dann hatten sie Fehler drin. Man fügt das Ding hinzu und es wurde aber umgekehrte Logik gemacht. Da wurde explizit freigegeben, also das verletzliche Zertifikat. Das war definitiv so. Dann habe ich einen Bugfixer oder so das erfasst und dann ist es da verortet erstmal. Also Bei solcher Software muss man, da hat man eigentlich immer mit dem Mindset des Entwicklers zu tun. Wie sehen die das? Ne? Und bei sowas denke ich mal schon, mit dem Identity Management sind die da hinterher, dass das geschützt ist. Aber könnte einem da genauso passieren, dass sie das nicht ernst nehmen. Oder wie gesagt, ich habe auch nachträglich nochmal versucht, dass sie endlich ihre Dokus gerade ziehen. Das hat auch nicht funktioniert. Weil ich sage mal so, das Verhältnis von Softwareentwicklern zu Dokumentationsfreudigkeit, das ist ja relativ starr, also da ändert sich ja nicht so sonderlich viel. Ne? Gut. Ja, dann bedanke ich mich für eure Teilnahme und für die Fragen. Und wenn ihr noch was habt, ich laufe hier heute und morgen noch durch die Gegend auf den Kieler Linux-Tagen, kommt gerne auf mich zu.